Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Kita-Rechtler-Videos. Mit mir in unserem kleinen Film- und Tonstudio ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Hede Trenner. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute darüber unterhalten, dass ja jetzt eine ganze, ja man kann schon fast sagen, Generation von gestandenen Erziehern und Erzieherinnen irgendwann demnächst die wohlverdiente Rentenaltersgrenze erreicht, aber sich womöglich, glücklicherweise, vielleicht unglücklicherweise, das lassen wir gesund mal laufen. Und fit genug fühlt. Aber sowas von, um einfach mal fröhlich weiterzuarbeiten. Und dann stellt sich die Frage, ist das denn alles so möglich? Frau Kollegin, ist es möglich? Ja. Grundsätzlich ist alles möglich. Bloß weil man Rente bezieht, heißt es nicht, dass man nicht mehr arbeiten darf oder mit nicht Schimpf mehr arbeitsfähig und Schande aus wäre. Der Einrichtung verabschiedet genau. wird oder mit einem großen Blumenstrauß, jedenfalls nicht unbedingt. Genau. Deswegen findet sich in den meisten Arbeitsverträgen so eine schicke kleine Klausel von wegen, auch ohne dass es einer Kündigung bedarf, endet das Arbeitsverhältnis mit Eintritt der Regelaltersgrenze. In dem Fall geht es mit dem Weiterarbeiten nicht so einfach. Nämlich, das ist dann die arbeitsvertragliche Abrede, dass man ab einem gewissen Alter und Bezug der Rente, dass man aus dem ganzen Ding dann draußen ist. Vielleicht mit einem Blumenstrauß, vielleicht auch nicht. Aber, naja, wie gesagt, was gilt, wenn eine solche Regelung nicht existiert, auch nicht in einer, in einem Tarifvertrag, dann... Dann kann man weiterarbeiten. Dann geht es einfach weiter. Dann kommt man am nächsten Tag und hat halt neben seiner Rente, die man auf dem Konto hat, auch weiter Anspruch auf Arbeitslohn. Hurra! Insofern sollten sich viele mal Gedanken machen, ob sie nicht die ganzen Wissens- und Fähigkeitenschätze von altgedienten Erzieherinnen, Erziehern nicht tatsächlich zu eigen machen und mal gucken, ob man da nicht Anschlussbeschäftigungen hinbekommt, weil wir haben Erziehermangel und möglich ist es. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich viele auch überlegen, zumindest in begrenztem Umfang noch ein paar Jährchen hinten ranzuhängen. Also das soll es ja durchaus geben und kriegen wir auch so in unserer Praxis immer wieder mitgeteilt, dass eigentlich sich viele noch... Ja, die meisten reduzieren natürlich ein bisschen, aber... Oder sagen, der Krippenbereich muss es nicht mehr unbedingt sein, Vorschularbeit hört sich jetzt spannender an, aber möglich ist es. Wer also noch einen etwas vielleicht angestaubten Arbeitsvertrag hat, vielleicht auch mit einer etwas seltsamen Formulierung hinsichtlich der automatischen Beendigung ab einer gewissen Grenze und so, da gibt es auch wirklich sehr viele unwirksame Formulierungen, sollte sich mal diesbezüglich beraten lassen und dann kann man ja mit dem Träger ne, mal reden, nämlich man kann ihm sagen, ich bin am nächsten Tag wieder da, ich bin hier. Ja, mein Arbeitsverhältnis gilt weiter, wir müssen vielleicht eine neue Regelung finden, mit der wir alle zufrieden sind. In dem Sinne, ciao. Tschüss.